Einen Blick hinter die Jalousien durften jetzt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Unternehmerfrühstücks Viertel vor acht bei einem Besuch des Unternehmens Duotherm in Zingsheim werfen. Dort setzt man auf individuelle Fertigung von Rouladen ebenso wie auf digitale Lösungen für mehr Wettbewerbsfähigkeit sowie konsequente Müllvermeidung. Vor 19 Jahren als klassischer Handwerksbetrieb mit 3 Mitarbeitern gestartet, beschäftigt der Hersteller von Rouladen, Tuchverschattung und Raffstore heute 150 Mitarbeiter an 2 Standorten. In den Produktionshallen im Gewerbegebiet Zingsheim setzt man auf digitale Technik, die die Abläufe der Fertigung nicht nur überwacht, sondern auch erleichtert. Von der Anlieferung bis zum Versand zeigte die Geschäftsführung die einzelnen Arbeitsschritte. Das Besondere daran, das Unternehmen produziert keine Massenware, sondern individuelle Produkte, sodass keine Vorproduktion stattfinden kann. Die Fertigung muss vielmehr just in time erfolgen. Hier hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren ein großes Know-how erarbeitet, das vor allem durch eine maßgeschneiderte Software möglich wird, die immer weiter ausgebaut wird. Der Kunde erwartet mittlerweile viel mehr von uns. Neben dem Produkt, was sowieso stimmen muss, die Qualität, die Lieferperformance und so weiter, erwartet er sehr viele Dienstleistungsaufgaben von uns. Und darin steckt zum Beispiel auch, dass Aufträge nicht mehr per Hand, per Fax, per Mail, wie auch immer, übermittelt werden, sondern dass hier eine Kommunikation zwischen den ERP-Programmen der Kunden und uns geschaffen wird, sodass der Weg schneller ist, durchsichtiger ist. Wie man den Weg in die digitale Zukunft am besten beschreitet und Fallstricke vermeidet, darüber referierte an diesem Morgen Professor Dr. Meinecke von der FH Aachen. Statt des großen Wurfs empfahl Meinecke stetige, aber kleine Schritte in die Digitalisierung, am besten aufgebaut in kleinen Modulen. Außerdem prozessorientierte Strategien, die nicht auf Abteilungsleiterebene, sondern in der Unternehmensführung verankert seien und eine durchgängige Kommunikation mit den Softwareexperten. Denn nur bei konkreten Zielvorgaben können maßgeschneiderte Lösungen erstellt werden.